Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal haben wir die Kampagne der Finsternis angefangen und waren in Suranas Anwesen, um dafür Mordessa einen Kristall hinauszuholen, der es ihr jetzt ermöglicht, uns überall hin zu teleportieren, wo sie denn hin möchte. Und unsere erste Mission danach ist jetzt im Dorf Celadia. Und das kommt euch vielleicht bekannt vor, denn in der Lichtkampagne waren wir da bereits und haben den Händler Markus vor den Drängatar beschützt. Ja, und jetzt haben wir die Mission Beseitige Markus. Also einmal genau die Rollen umgekehrt. Wir sind wieder im selben Level. Er ist komplett gleich aufgebaut. Naja, was heißt komplett gleich? Er ist gleich aufgebaut. Es ist nicht genau derselbe Aufbau, aber der gleiche. Aber ihr werdet das schon sehen, wenn wir im Spiel sind. Ja, und wir müssen halt den Händler Markus töten. Tja, und wir haben jetzt einen Ausrüstungsbildschirm, so wie in der Lichtkampagne. Wir haben natürlich bisher nur die Assassinen freigeschaltet. Und ich habe schon mal so ein bisschen ausgerüstet, was ich haben wollte. Und zwar haben wir uns den Kurzbogen genommen, da das der einzige Bogen ist, den wir momentan nehmen können. 240 Pfeile und 10 Granatenpfeile. Armbrust, habe ich mir jetzt gesagt, brauchen wir nicht, denn wir haben den Bogen. Das sollte eigentlich erstmal ausreichen. Den Langdolch habe ich noch mitgenommen. Heiltränke sind mir viel zu teuer. Ich zahle auch keine 150 Gold für einen Heiltrank, wenn ich insgesamt nur 200 zur Verfügung habe. Und Rüstung können wir noch nicht nehmen. Ja, also man sieht sehr spartanische Ausrüstung am Anfang, aber das hatten wir ja in der Lichtkampagne auch. Das wird später noch mehr. So, ich würde sagen, wir beginnen dann einfach mal das Spiel. So, das Dorf Celadia. Der Händler Markus ist für Zelenheims Wirtschaft von größter Bedeutung. Sein Tod würde Königin Eilindel und dem Rat der Sechs Kummer und Sorgen bereiten. Du wurdest hierher geschickt, um dich der Sache anzunehmen. Beseitige Markus. Du musst Markus aufspüren und überfallen, bevor er die andere Seite des Dorfes erreicht. Markus darf nicht überleben. Kehre durch das Portal zu Mordessa zurück. Ja, klingt erstmal ziemlich gut machbar. Und wir sind hier im Dorf Celadia. Das könnte vielleicht euch noch bekannt vorkommen. Wir sind hier nämlich an dem Punkt, an dem uns der Werwolf angegriffen hat. Der kam hier durch dieses Loch hoch und das hier war das Tor nach draußen. Quasi unser Endpunkt. Und hier ist es jetzt genau andersrum. Denn wir wollen ja Markus töten, aber der startet halt da, wo wir auch angefangen hat. So, wir müssen uns hier durch diese Stadt schleichen. Und versuchen hier die Gegner auszuschalten. Und ihr seht schon, wir haben hier jetzt keine Drägatar mehr als Gegner oder Geister oder so. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Zwergenlehrling. Okay, vielleicht waren das ein bisschen zu viele Pfeile. Aber ein paar sollte ich dann schon gleichzeitig benutzen. Tja, wir gucken uns jetzt... Oh, da ist ein Gegner. Oh, da sind sogar zwei Gegner. Hey! Oh Gott, das war dumm. Das war sehr dumm. Ich will hier weg. Ein Knappe greift uns da an. Ja, das ist halt die Anfangsform des Ritters. Okay, laden wir ein paar mehr Pfeile drauf. Ah, sehr schön. Ja, fordere mich mal hin raus. Oh Gott, das war zu nah. Moment. Vielleicht sollte ich einfach nach da unten fliehen, aber wir probieren das jetzt mal mit dem Dolch. Ach ja, der Knappe hält sowieso nicht so viel aus. Na toll. Okay, wir fliehen. Dum-di-dum-di-du. Was haben wir denn hier hinten? Ich hoffe, hier kommt mir schon wieder ein Werwolf. Als Assassinen möchte ich dem wirklich nicht entgegentreten. Ah, da bist du. Komm mal her, Elfenschützin. Ich wusste gar nicht, dass das eine Elfe ist, aber egal. Okay, das macht viel zu wenig Schaden. Moment, ich brauche den... Ja genau, jetzt komm du mal in den Nahkampf. Komm mal her. Und tschüss. Ey, das hat überlebt, das ist ja gemein. Und guck mal, wir kriegen sogar einen Heiltrank. Das ist doch schön. Komm, einen Pfeil noch, einen Pfeil noch. Sehr schön. Alles klar, die ersten Gefahren sind ausgeschaltet. Können wir den Schmetterling abschießen? Also nicht, dass ich ihn treffen würde, aber kann man ihn theoretisch abschießen? Das wäre cool. Das wäre ein nettes Detail. Gut, ja, wir wissen ungefähr, wo der Händler Markus starten wird. Aber wir gucken uns vorher natürlich erstmal die ganzen Häuser von innen an. Kann ja sein, dass hier irgendwo noch Gold rumliegt, das wir sehr gut gebrauchen können. Oh Gott. Ein Soldat, das ist schon die nächste Stufe des Ritters. Das finde ich... Oh Gott, da kommt auch noch ein Zwerg. Na super. Aber war das nicht eigentlich... Oh Gott. Hilfe! Ein Zwergeningenieur. Ich glaube, das müssen wir gleich nochmal anfangen. Nein. Nein, geh weg.
Renn, 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 renn. Ich weiß nicht mal, wo ich lang renne. Wobei, hier ist gut. Hier ist gut. Hier sind keine Gegner mehr. Laden wir mal fünf Pfeile auf. Naja. Naja. Genau, spring da runter. Das finde ich gut. Und jetzt bleibt da stehen. Aua. Tja. Ich bin nicht besonders gut in diesem Spiel, wie man merkt. Komm, 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 stirb. Also, was heißt nicht besonders gut in dem Spiel? Ich bin nicht besonders gut in dem Fernkampf. Aber das bin ich halt sonst auch nicht so. Komm, stirb. Dankeschön. So, wo ist jetzt der Zwergingenieur hin? Ich dachte immer, das wäre ein Gnomen, nicht ein Zwerg. Ja, renn halt weg. Oh Gott, das war eine dumme Idee. Das war eine ganz dumme Idee. Komm her, komm her. Sehr schön, das hat gut funktioniert. Okay, ich glaube, ich trinke mal noch den zweiten Heiltrank, den wir gefunden haben. Da oben ist aber noch einer. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Das Gold nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ach, der hat die Leiter kaputt gemacht. Wir kommen gar nicht auf die Dächer rauf. Das ist natürlich doof. Da würde ich gerne hin. Von da oben können wir Markus bestimmt auch einfach erledigen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann haben wir ein Problem. Aber da hinten, toll. Der Elfenschützer hat uns schon gesehen. Sehr gut. Ja, ich versuche jetzt einfach zu erledigen von hier. Die trifft uns sowieso nicht. Komm, bleib mal. Aua! Ich habe gesagt, du triffst uns sowieso nicht. Was soll denn der Mist? Ja, Geduld. Man muss einfach Geduld haben in dieser Mission. Dann klappt das schon. Na, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hallo, du sollst stehen bleiben. Damit ich dich treffen kann. Ja, genau. Jetzt hat sie zu lange den Bogen gespannt und lässt ihn wieder los. Na, komm her. Ach ja, kommst jetzt in die Ecke. Dankeschön. Boah, ich dachte, da kommt kein... Ich dachte, da kommt gerade einer aus der Tür raus. Das wäre irgendwie... Hallo? Das war doch getroffen. Ach, weißt du was? Komm mal her. Geht doch. Dankeschön. Jetzt kann ich direkt den nächsten Heiltrank schon wieder trinken. Mein Gott. Das fängt ja gut an. So. Oh Gott. Ein Soldat. Hilfe. Ich brauche Pfeile. Dringend. Wieso soll ich wie ein Hund sterben? Ich bin auch ein Mensch, ja? Au, au, au. Ich brauche mehr Pfeile. Vielleicht sollte ich auch mal meine Explosivpfeile nehmen, aber eigentlich will ich mir die für starke Gegner aufheben, aber ich glaube, das ist ein starker Gegner. Ich fordere euch heraus. Was habe ich denn da für Pfeile? Das sind aber nicht die, die ich haben wollte. Sehr gut. Die habe ich wahrscheinlich irgendwo eingesammelt. Das sind so... Ja, damit kann ich ranzoomen. Mit den Pfeilen, was eigentlich gar nicht mal so uncool ist. Bereiten wir uns mal auf den nächsten Gegner vor. Ich packe einfach mal 10 Pfeile auf die Sehne. Und dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Okay. Irgendwer greift uns an. Ich weiß aber nicht von wo. Da ist auf jeden Fall gerade ein Bolzen eingeschlagen. Vom Dach? Ja, da oben ist jemand. Moment. Jetzt möchte ich mal diese Pfeile ausprobieren. Körperstoff, Kopf, Haut. Cool, man kann sogar sehen, welche Rüstung das ist. Die Pfeile sind ja mal cool. Die Pfeile sind ja mal richtig cool. Die sollte ich öfter einsetzen. Haha. Das hast du nicht kommen sehen, was? Ich glaube, so langsam gefällt mir die Assassinin. Ich hätte die Jägerin vielleicht auch öfter mal einsetzen sollen in der Lichtkampagne. Moment, wollen wir da wirklich schon hoch? Geht's hier aufs Dach, oder? Ah, da sind noch mehr von den Sniper-Pfeilen. Das finde ich schön. Was war das denn? Bogner? Ich habe es nicht genau sehen können. Ja. Also offensichtlich... Nee, das ist ein männlicher Elf, ne? Keine Ahnung. Ich kenne die Namen von den Lichtgegnern nicht so richtig. Also klar, bei den anderen war es halt einfach Ork-Lieutenant und so.
Aber hier ein Bogenelf. Okay. Kein Bogner, sondern ein Bogenelf. Alles klar. Ja, da ist die Leiter kaputt. Da kommen wir nicht runter. Nicht mehr. Also doch, klar, runter kommen wir. Wir kommen nicht mehr hoch. Das wollte ich sagen. Und wir haben bisher nur 50 Goldstücke gefunden. Das finde ich gar nicht mal so cool. Moment. Ihr seid so weit da unten. Ich probiere mal eben das hier aus. Das sollte ja klappen. Boom und boom. Haha. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Mir gefallen die Pfeile. Mir gefallen sie wirklich sehr. So, haben wir denn hier noch irgendwas Schönes? Ich könnte da runter springen. Okay, ich werde da runter springen. Da ist ein Schlüssel. Den nehmen wir einfach mal mit. Ah, wir kommen auch gar nicht hier hoch. Das ist hier die Schmiede. Erinnert euch noch, da unten stand ein Ork dran und hat geschmiedet. Na toll, das hat sich jetzt irgendwie nicht gelohnt. Komm mal her. Komm mal her. Lauf nicht weg. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dich nur töten. Wo rennt der denn hin? Hallo, siehst du mich nicht? Ich meine, offensichtlich nicht. Aber boah, wie viel hält er denn aus? Wahrscheinlich hat ihn einfach nichts getroffen davon. Weil das so eine große Streuung ist. Aber egal. Ja, es lohnt sich wahrscheinlich einfach nicht, 10 Pfeile aufzuladen. Aber ich mach mal 5. Das wird schon in Ordnung sein. Ich hoffe übrigens, dass ich gerade aufnehme. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich auf die Aufnehmen-Taste gedrückt habe. Aber das wird sich dann wahrscheinlich danach zeigen. Also wenn ihr das hier seht, dann war ich nicht zu dumm. Sieht mir aus wie eine Bombe, oder? Jawohl. Das gucken wir uns aber später an. Ich möchte mir erst den Rest hier erforschen und rausfinden, was hier ist. Oh, hallo. Ja, ich glaube, mit 5 Pfeilen auf einmal laufen wir ganz gut. Oder fahren wir ganz gut. Oh, 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 oh. Haha. Tja, das ist halt der Nachteil vom Bogen. Man muss erstmal sehr lange nachladen. Brandpfeile. Wie viele haben wir denn da jetzt bekommen? Na, 10 Stück. Nutzen wir die doch einfach mal. Wenn wir sie schon geschenkt bekommen, dann sollten wir sie auch nutzen. Moment, wir können ja gar keine... Ich habe immer falsch gezählt. Das sind ja gar keine 10 Pfeile, die wir aufladen. Das sind 5, 6, 7, 8. Ha. Na gut, zählen will auch gelernt sein. Egal. Machen wir mal 5. Ja, 5 ist in Ordnung. 5 passt. 5 wollen wir abfeuern, wenn ein Gegner uns zu nahe kommt. Ob die was bringen, wenn wir hier ins... Oh Gott. Der hat mich ein bisschen erschreckt. Haha. Die sind ziemlich cool, muss ich sagen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Tja, schade, dass sie jetzt schon weg sind. Okay, wir haben jetzt auch noch ein paar Granatpfeile gefunden. Die sollten wir einfach auch mal anwenden. Und da oben dürfte Markus irgendwo sein. Hey, nein, ich will die Mission nicht verlassen. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendwas ist. Also, wir haben wirklich wenig Gold gefunden. Da komme ich nicht durch. Suchen wir mal. Ich würde mal sagen, wir springen einfach da runter. Oder wir gehen einfach hier runter. Das ist vermutlich noch die einfachere Variante. Weil wir da keinen Schaden nehmen. Ich muss sagen, die Assassinin ist echt stärker, beziehungsweise auch die Jägerin, als ich gedacht habe. Ich meine, das hat mich schon in dem Arena-Kampf ziemlich überrascht, dass ich mit den Granaten und den Bombenpfeilen so viel abräumen konnte. Aber ich probiere gerade das erste Mal wirklich die verschiedenen Pfeilsorten vernünftig aus. Und ich bin wirklich überrascht, positiv überrascht, dass das so gut funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Früher hatte ich immer ziemlich Probleme mit diesem Spielstil. Mit diesen Charakteren. Vielleicht sollte ich mir einfach ein bisschen mehr andere Pfeile mitnehmen das nächste Mal. Vielleicht sollte ich sie auch öfter spielen. Hallo, ist hier noch irgendwas? Ich gehe jetzt noch einmal... Oh Gott. Oh Gott, daneben. Moment. Moment, der hat so wenig Leben übrig. Da möchte ich keinen Granatpfeil...
dafür verschwenden. Okay, das war vielleicht dumm. Egal, dann verschwenden wir halt einen Heiltrank dafür. Achso, ich war immer noch nicht am Tor, ne? Vielleicht ist da ja doch noch irgendwas Interessantes. Und deswegen sind die Zwerge da runtergekommen. Hallo, ist hier jemand? Oh, war ja klar, dass hier ein Werwolf ist. Wow, aber selbst den Werwolf können wir damit mit einem Schuss erledigen. Das ist cool, das ist sehr cool. Aber er hat nichts fallen lassen. Oh, Moment mal, in die Richtung kommen wir durch die Tore durch. Oh, dann sparen wir uns wenigstens den ganzen Rückweg. Das ist auch gut. Komme ich hier auch durch? Jawohl. Okay, cool. So, wo ist jetzt das restliche Geld und wofür brauchen wir den Schlüssel? Fragen über Fragen. Na gut, ich würde sagen, wir haben hier uns alles ganz genau angeguckt. Vielleicht ist auf den Dächern irgendwo noch was. Aber das gucken wir uns dann später an. Wir zünden jetzt erstmal diese Bombe. Geht natürlich in Deckung. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel Gold wir hinter diesen Trümmerhaufen finden. Da ist Markus und der Knappe. Toll, wir haben keinen Schaden gemacht. Und seht ihr das? Seht ihr das? Oh, das ist gar nicht Markus. Das ist ein Berserker. Und seht ihr das? Das ist der Charakter, den wir selber gespielt haben. Das ist der Ritter. Er hat genau das gleiche Charaktermodell und die gleiche Ausrüstung. Bis auf den Schild. Und wir töten jetzt uns selbst. Ah, cool, nicht? Wir haben uns selbst getötet. Yay. Oh Mann. Aber es ist ein ziemlich cooles Detail, dass der hier ist und dass der da ist. Das finde ich schön atmosphärisch. So, ich vermute hier... Ja, da brauchen wir den Schlüssel, okay. Aber wir wollen erstmal... Da ist Markus. Ich will nicht sterben. Und der sieht ein bisschen stärker aus. Ein Junker. Wer hat denn jetzt die Bombe dahin geworfen? Es ist eine Falle. It's a trap. Ja, es ist... Hallo, ich will da wieder raus. Ich will nicht wie ein Hund sterben, ich will hier wieder raus. Was ist denn, wenn da noch irgendwelche Sachen liegen, die ich haben wollte? Na gut, den befreien wir gleich. Ich möchte erstmal hier aufs Dach. Beziehungsweise erstmal hier rein. Und das ganze Gold aufsammeln, das hier potenziell noch drin liegt. Und die Pfeile wollte ich nicht haben. Ich will immer noch die Granatpfeile behalten erstmal. Was haben wir denn hier? Kann ich von hier oben irgendwelche Leute abschießen? Sieht nicht so aus. Schade. Ja, nee, ist klar. Hast du dich gerade selber damit in die Luft gejagt? Idiot. Oh, hallo. Oh Gott, ein Paladin. Hilfe, 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 Hilfe. Stirb, bitte. Ja, der hält natürlich ein bisschen mehr aus. 180 Gold, cool. Ich kann doch bestimmt einfach hier ins Wasser springen, oder? Ich glaube, das mache ich gleich. Aber erstmal möchte ich natürlich den Rest erforschen. Hallo? Gold nehme ich gerne mit. Noch mehr Gold? Dann fehlt uns noch ein Goldsäckchen. Lass mich raten, den lässt bestimmt Markus fallen, oder? Gucken wir uns das doch mal an. Dann können wir jetzt auch mal den Berserker befreien. Unseren zweiten Charakter. Okay, wir können ihn noch nicht befreien. Hier ist sogar ein Checkpoint, cool. Wo ist denn Markus jetzt hin? Der war doch gerade noch hier. Sag mir nicht, dass er jetzt abgehauen ist. Och nö. Wo ist denn der hin? Der ist da runter, oder wie? Und dich kann ich wirklich nicht befreien? Doch, ich wollte schon sagen. Na? Wie geht's dir? Genau. Mach mal bei mir mit. Auf jeden Fall haben wir jetzt sämtliches Gold. Jetzt fehlt uns nur noch Markus. Ich würde jetzt einfach mal hier runtergehen, da ich vermute, dass der hier irgendwo abgehauen ist. Ey, das hat er überlebt. Das finde ich aber gar nicht nett. Uns gehen langsam die Pfeile aus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo der hin ist. Offensichtlich in die Richtung, denn hier kommen auf einmal neue Gegner. Und die lassen wir erstmal gegeneinander kämpfen. Ich meine, das ist eine zu gute Show. Und wir sparen uns Pfeile damit. Wer gewinnt? Na, der Werwolf, eindeutig.
Hey, das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Aber ein einziger Pfeil tötet ihn, ist klar. Ist klar. Natürlich. Moment, ich möchte mal eben raufgehen und die Typen, die hier... Na nun, wo sind sie denn hin? Die hier die Barriere aufgebaut haben, die Granate geworfen haben, die ist ja weg. Ziemlich fies. Wo ist jetzt Markus hin? Markus, hallo. Wir machen es auch kurz und schmerzlos. Außer du stehst drauf, dann machen wir es kurz und... Oder dann machen wir es lang und schmerzhaft. Aber ich vermute, das möchtest du nicht. Ja, wo ist der denn hin? Hallo? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo er hin ist. Und warum er weg ist. Ich meine eigentlich... Ah, da scheint er zu sein. Okay. Ja, da unten ist er. Ich finde es schön, dass du da unten stehen bleibst. Das gibt mir natürlich die perfekte Gelegenheit, dich abzuschießen. So, dann probieren wir es mal mit den Pfeilen. Vielleicht können wir ihn von hier aus wegsnipern. Da ist doch noch ein Gegner, oder? Scheint nicht der Fall zu sein. Haha. Haha, wir haben Markus getötet. Ja, ich glaube, er ist hierhin, weil er ja sein Buch holen wollte. Sein Handelsbuch oder sein das Logbuch war sein Bruder. Sein Handelsbuch. Und das wollten wir wiederholen. Das haben wir jetzt geschafft und jetzt müssen wir nur noch das Portal finden. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo dieses Portal ist. Ich guck mal schnell hier hinten bei dem Berserker. Scheint nicht der Fall zu sein. Da gucken wir einmal kurz im Wasser. Vielleicht auch einfach auf der anderen Seite. Meine Güte, ist das kompliziert. Na gut. Da haben wir noch mal ein paar Pfeile auf. Ich meine, falls noch ein Gegner kommt, kann das sicherlich nicht schaden. Und wenn das Portal nicht im Wasser ist auf der anderen Seite, dann weiß ich es auch nicht. Dann müssen wir halt ein bisschen suchen und rumlaufen und hoffen, dass wir es bald finden. Okay, da ist es schon mal nicht. Dann vielleicht da, wo ich reingegangen bin in den Level. Da ist ein Gegner. Der uns nicht sieht. Was ich einfach mal ausnutze. Oh. Haha. Okay, aber vielleicht haben wir ja Glück. Jawohl. Dann kehren wir mal zu Mordessa zurück. Mission geschafft. Es wurden 200 von 200 Goldstücken gefunden. Für die Beseitigung Markus... Was? Für die Beseitigung Markus entlohnt sich Mordessa... Entlohnt Mordessa dich großmütig. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich grammatikalisch sogar korrekt. Für die Beseitigung Markus. Aber es klingt komisch. Aber diesmal... entlohnt sie uns wirklich großmütig mit 200 Goldstücken. Das ist besser als die 10, die sie uns in der letzten Mission reingedrückt hat am Ende, ne? Eine weitere Mission. Widerstand. Der Ort Arkmoor. Und wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet, den Berserker. Sehr schön. Und eine Zwischensequenz. Ich bin still. Sehr gut. Es scheint, dass ihr mit der Aufgabe zurechtgekommen seid. Als Belohnung erzähle ich euch von einem weiteren Ärgernis, von dem ihr uns befreien könnt. Die Ahnen, das Volk von Mekelon, war immer schon ein lästiges Pack. Diese Narren glauben, dass sie die Macht besitzen, uns zu widerstehen. Aber da irren sie sich gewaltig. Wir haben sie fest in unserem Griff und sie stellen keine Bedrohung für uns dar. In diesem Augenblick haben sie einen Überraschungsangriff gegen Arkmoor gestartet. Ich habe gehört, dass ihr Anführer Alecto höchstpersönlich den Angriff leitet. Beseitigt ihn und sie werden in ihre kleinen Löcher zurückkriechen, aus denen sie gekommen sind. Tja, also man merkt, chronologisch stimmt das nicht ganz so mit dem aus der Lichtkampagne überein. Ich meine, zwischen der Verteidigung von Markus und dem Stürmen von Arkmoor. Ne, Moment, Arkmoor.
Der Pass von Kamsara war das, ne? Die sind jetzt direkt bei der Zitadelle. Okay, auf jeden Fall ist das alles ein bisschen anders, aber vom Grundprinzip her ist es das Gleiche. So, und ich würde sagen, wir gucken uns einmal kurz an, was wir jetzt bekommen haben an Items. Also wir haben natürlich einmal den Berserker. Oh, Moment. Die brutale Kraft des Berserkers ist im Kampf ungeschlagen. Tja, das ist das Äquivalent zum Ritter. Allerdings, anstatt mit Schwertern bekämpft er bevorzugt mit Hämmern oder Keulen. Aber ihr seht halt, wir haben halt normale... Ja, wir haben nur normale Bolzen, keine anderen. Genauso wie der Ritter das hatte. Das heißt, der hier hat halt auch die höchste Verteidigung, das meiste Leben und so. Aber hat halt nur viel Nahkampfkraft und im Fernkampf ist er eben nicht so gut. Ich rüste den mal eben voll aus, weil ich es kann. Oh, wir haben sogar leichte Rüstung, aber das ist mir noch zu teuer. Ja, egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir nach Arkmoor gehen und versuchen, die Ältesten aus Mekelon zu töten und den Anführer Alecto umzubringen. Und ich würde sagen, wenn wir das geschafft haben, sind wir schon ein gutes Stück weiter, um halt unsere Kampagne der Finsternis voranzutreiben. Tja, und was da noch für Missionen kommen? Also ich verspreche euch, da kommen auch noch so Missionen wie das erste Level, die man halt noch nicht kennt, weil Arkmoor kennen wir ja leider auch schon. Wobei ich gerade nicht ganz weiß, ob das tatsächlich derselbe Level ist, aber das werden wir dann ja sehen beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Und es kommen übrigens auch noch sehr, sehr coole Level in der Finsterniskampagne. So viel sei gesagt. So, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Mal und macht's gut.